Ja, willkommen zu einem neuen Sonntag. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende erstmal. Wir fahren heute den, was ist es, der Blood Cup, genau, mit Yoshi, dem Blauen. Ich sehe es gerade nicht so richtig, aber okay, anscheinend mit ihm. Wir haben heute natürlich wieder ein paar Themen, sind nicht so viele, aber es kommt wenigstens mal wieder ein Mario Kart Video. Das kam ja die letzten, ich glaube sogar fast... Ich glaube, es sind zwei Wochenenden gewesen, wo kein Mario Kart 8 kam. Tut mir leid dafür. Ich habe an den Wochenenden dann keine Zeit gefunden, das noch zu machen. Ich muss ja die anderen Videos noch alle raushauen und für die anderen Kanäle auch immer noch ein bisschen was machen. Und auch so hat man genug zu tun. Ich hatte jetzt einige Vorstellungsgespräche zum Beispiel. Oh, es gibt gleich schon Essen in 15 Minuten. Oh, super, okay. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir das Rennen beginnen. Und das erste Thema, was wir ansprechen, ist, es gibt eine neue Welle Amiibos für euch. Ich werde das alles natürlich wieder mit Bildern einblenden, ihr kennt es. Und zwar gibt es eine Mario Party 10 angepasste Amiibo-Welle. Das heißt, es gibt einen neuen Mario, einen Luigi, einen Toad, einen Yoshi, einen Bowser und eine Peach. Das heißt, wenn ihr die haben wollt, könnt ihr euch die wahrscheinlich schon vorbestellen, denke ich mal. Ist cool. Ich mag ja diese Amiibos, vor allem von Mario. Und die anderen Mario-Charaktere, die gefallen mir natürlich auch. Ja. Die werden da wahrscheinlich dann in Mario Party 10 eigene Level freischalten. Also wenn ihr euch die holt und Mario Party 10 auch habt und das Ganze auf der Wii U spielen wollt, dann gibt es da natürlich auch zusätzliche freischaltbare Level oder Stages oder was weiß ich. Ich habe das Spiel noch nie. Ich habe, glaube ich, mal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt gesehen bei Domtendo. Aber... wirklich ein Bild davon machen konnte ich mir bisher noch nicht. Weiter geht es mit Spiele im Angebot. Nintendo hat ein paar Tweets verfasst. Das heißt, es gibt ein, zwei Spiele im Angebot wieder. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Ich kann die Namen nicht wirklich aussprechen. Das sind verrückte Namen, verrückte Namen, verrückte Namen. Schaut auf jeden Fall rein. Das eine ist, glaube ich, um 5 Euro günstiger. Aber es gibt ja eigentlich immer Angebote. Also schaut immer wieder da rein in den eShop oder wo auch immer. Ja, der eShop, genau. Gut. Also eine Angebot ist zum Beispiel bis zum 19. noch gültig und das andere bis zum 26. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Dann zusätzlich gibt es jetzt eine Demo von Codename Steam. Ja, ladet ihr euch runter. Es wurden ja einige Ankündigungen zu diesem Spiel gemacht. Es soll ja anscheinend ganz cool werden. Ich selber habe mir die Demo noch nicht runtergeladen, aber ihr könnt sie euch ja mal runterladen, falls euch das Spiel interessiert. Falls ihr noch gar nicht wisst, was das ist, zieht euch am besten einfach mal einen Trailer auf YouTube oder so rein. Dann als nächstes. Es folgt ein Update. Das Datum habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube am 20. März, März ist es angekündigt. Für Toad Treasure Tracker. Das bedeutet, dieses Spiel bekommt mal wieder neue Inhalte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden alle bisherigen Amiibos damit dann kompatibel sein auf der Wii U. Das heißt, holt eure Amiibos raus, wenn ihr Treasure Tracker habt und schaut, was ihr dann so freischalten könnt. Ich weiß nicht genau, was da freigeschalten wird, aber es wird auf jeden Fall irgendwas sein. Im nächsten Rennen angekommen, gibt es natürlich auch wieder Charts, Game Charts. Da werde ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen was zu erläutern. Die Bilder werdet ihr ja auch wieder eingeblendet bekommen, also keine Angst. Die globalen Hardware-Charts pro Plattform. Der 3DS ist um 33% gesunken. Schade drum eigentlich. Aber der New 3DS kommt ja auch raus. Wer kauft sich denn jetzt noch den alten? Ja, PS4 ist wieder gestiegen. 24% in die Höhe geschossen. Xbox One 4% nach unten. PlayStation Vita 104% nach oben. Keine Ahnung, was da für ein Titel rauskam, dass das so angekurbelt wurde. Die Wii U ist um 7% gesunken, die PlayStation 3 auch um 2% gesunken, Xbox 360 um 7% gestiegen und die Wii ist um 5% gesunken. Also bei der PS Vita gab es auf jeden Fall einen derben Schuss nach oben und bei der PlayStation 4 auch. Liegt vielleicht an The Order, das jetzt rauskam, oder kam das überhaupt jetzt raus? Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall auf Platz 1. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal als Grund dafür betitelt. So. Globales Software-Charts. Nicht Hardware, sondern Software. Dann gucken wir mal, was ist denn da?
Okay. Krass. Für die PlayStation 4 wurden die meisten Spiele verkauft. Das heißt, es sind, oder beziehungsweise Software, Sachen verkauft. Es sind ja nicht nur Spiele, es sind ja auch Ingame-Sachen, die man sich kaufen kann. Und zwar wurde bei der PlayStation 4 32% angestiegen. Also ist ein Anstieg von 32% gewesen. Bei der PlayStation minus 7%, bei dem 3DS minus 56%. Das ist nicht schön, weil die Spiele kann man sich ja doch noch gönnen. Auch sei es für den neuen DS oder für den anderen. Ich sehe gerade, dass der New 3DS noch gar nicht eingetragen ist in der Liste. Ist der denn überhaupt schon zu kaufen? Also es gibt ja einige Leute, die sich den aus dem Ausland geholt haben. Oder direkt von Nintendo bekommen haben. Ja, aber gelistet ist er anscheinend noch nicht. Xbox 360, 1% gefallen. Xbox One, minus 25%. PS Vita ist auch um 107% hier gestiegen. Das heißt, da gab es echt irgendwelche Titel, die anscheinend richtig Anklang gefunden haben. Es ist übrigens die Woche, die zum 21. Februar geendet hat. Also nicht wundern, wir sind noch nicht im März angekommen. Ja, den Rest habt ihr gesehen. Wii ist um 1% gesunken. Wii U plus 4%, da gab es wieder ein bisschen Zuwachs, aber ist auch nicht so die Summe, die man sich vielleicht wünscht. Der DS um 3% gestiegen und die PSP um minus 1%. Tja, so kann es enden. Laufen, besser gesagt. So, Instrumentalpiste vom 3DS wird jetzt gezockt. Bisher sieht es ja ganz gut aus mit den Rennen. Jetzt nochmal kurz zu den Titeln, zu den eigentlichen Charts. Auf Platz 1, The Order. 1866 für die PlayStation 4. Dann The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Auf Platz 2, ist kein Wunder. Das Spiel haben viele erwartet und sich auch drauf gefreut. Also kein Wunder, dass das auf Platz 1 ist. 2. Entschuldigung. Auf Platz 3 God Eater 2 Rage Burst für die PlayStation Vita. Platz 4 Monster Hunter Ultimate für den 3DS und Evolve für PlayStation 4 auf Platz 5. Mehr brauche ich gar nicht ansprechen. Darunter liegt dann, ja, sagen wir es noch, GTA 5. Ist doch, ja, klar, 5. Call of Duty Advanced Warfare und so weiter und so fort. Jetzt aber mal ein bisschen was, ja, bezüglich meines Kanals oder etwas privater vielleicht. Was kann ich denn ansprechen? Super Mario 3D World dürfte in den nächsten Wochen irgendwann zu Ende sein. Ich muss, glaube ich, noch 1, 2, 3, 4, 5 Parts oder so aufnehmen, dann ist das Spiel, glaube ich, vorbei. Das heißt, wir brauchen einen Nachfolger. Ich bin mir noch nicht schlüssig, was dann folgen wird. Ich glaube, was machen wir denn dann? Machen wir dann New Super Mario Bros. U? Machen wir das? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Ich würde auf jeden Fall einen Wii U-Titel wieder nehmen, was auch zu Mario passt. Also Mario-Titel für die Wii U. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil Mario ist ja einfach Muss bei mir. Dann würde ich noch sagen, es kommt ja auf jeden Fall immer Minecraft. Aktuell ist wieder Bad Wars und sowas total im Kommen. Ich habe total Lust dran gefunden. Der Taros hat mich ja dazu bewegt, mal mit ihm zu spielen und er spielt das ja schon länger aktiv und ich habe einfach irgendwie Lust dran gefunden und deswegen werden wir, denke ich, jetzt öfter zusammen spielen, was Bad Wars und andere Modis angeht. Zumindest ist es so geplant von uns. Wer also Minecraft-Stuff sehen möchte, der kann da in den Playlists auf jeden Fall aktiv bleiben. Ich weiß nicht, ob das regelmäßig kommen wird, ich kann es euch nicht versprechen. ja. Heute nehme ich das Ganze hier zum Beispiel auch spontan auf, weil ich vielleicht nachher noch abholen werde. Ich weiß es nicht genau. Ja. Was gibt es denn noch, was meinen Kanal betrifft oder mich betrifft? Wie gesagt, ich kann es eigentlich nochmal ansprechen. Ich habe es schon ein paar Mal angekündigt gehabt in älteren Videos. Aber ich habe ja jetzt einige Vorstellungsgespräche gehabt. Und dabei ging es Arbeit, kann man sich vorstellen, ne? Und ich habe schon Zusagen bekommen, das heißt, wenn ich den Vertrag unterschreibe, dann bin ich ab dem 1.8. wieder berufstätig, also richtig außerhalb von zu Hause. Heißt, ich werde wahrscheinlich dann weniger Zeit haben für Videos, das heißt, irgendwas muss da einstecken. Ich kann es nicht einschätzen, ich arbeite zurzeit ja nicht außerhalb, sondern kann mir alles ja selber einteilen mit dem Zeug, was ich mache. Und tja, da bleibt eigentlich nur
Spekulation, Spekulation. Also, ob ich dann noch genug Zeit habe, um alles so weiterzuführen, wie es zurzeit ist, bezweifle ich zwar, weil ich dann wahrscheinlich auch, wie ich mich kenne, müde nach Hause komme und dann auch, denke ich, an dem einen oder anderen Tag keine Lust habe, mehr Videos zu machen. Müssen wir schauen, müssen wir schauen. Eigentlich macht es ja immer Spaß, Videos zu machen, aber wenn man dann müde vom Arbeitstag nach Hause kommt, ich weiß es halt nicht. War ja schon nach der Schule damals ab und zu so, dass ich dann einfach nur ins Bett wollte. Dann steht man halt immer früh auf, ne? Muss ich dann noch meinen Schlafrhythmus anpassen. Seid mir auf jeden Fall nicht böse. Ich möchte nicht sagen, dass der Kanal dann untergeht. Auf keinen Fall. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, so gut es mir möglich ist. Ja, vielleicht mache ich auch bald wieder so ein paar Videos. Wie habe ich es denn genannt? Cody's Primetime, dass ich, wenn ich demnächst vielleicht dann auch wieder mehr unternehme, dass ich dann wieder so ein paar Fotos mache von den Tagen und sowas, von den Erlebnissen, dass ich euch dann mal wieder so mitteile, was denn bei mir so am Tag abgeht. Aktuell kriege ich es ja gar nicht so sehr mit, weil ich ja auch nicht so viel mache eigentlich. Doch, ja, wenn ich mal weg bin, dann mache ich aber auch meistens keine Fotos. Wenn, dann werden die auf Facebook nur noch gepostet oder wenn ich neue Ware von Close-Up bekomme, dann poste ich da mal hin und wieder ein Bild auf Instagram. Also wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ihr findet mich da wie immer unter Cody Let's Play. Das Rennen dürfte auch bald zu Ende sein, oder? Irre ich mich gerade oder ist es bald zu Ende? Es ist bald zu Ende, wunderbar. Dann habe ich den Part ja wundervoll mit Stuff gefüllt. Wenn ihr mir übrigens, ich kann es ja nochmal erwähnen, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, mir was schicken wollt, ich habe ein Postfach, schaut einfach auf meinem Kanal vorbei, in der Info steht mein Postfach, wenn ihr mir was senden wollt oder wenn ihr eine unterschriebene Karte von mir haben wollt, also so eine Autogrammkarte quasi, dann schickt mir einen Briefumschlag mit Briefmarken im Wert von 1,70 Euro oder so ungefähr. Auf jeden Fall nicht weniger als 1,70 Euro, bitte. Dann schicke ich euch eine unterschriebene Dings zurück oder so. Oder wenn ihr mir eine Zeichnung oder so schicken wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Oder ihr postet sie einfach per Foto auf Twitter oder Facebook und markiert mich da irgendwie mit einem, keine Ahnung, ich habe dafür noch keinen Hashtag. Vielleicht sollten wir mal einen einführen, ich weiß es nicht genau. Ihr könnt es mir aber auch gerne per Post weiterhin zusenden, so wie es eigentlich bisher gehabt ist. Und dann packe ich das in Videoform aus. Weil ein Cody Let's Open gab es ja auch schon lange nicht mehr. Wir sind Erster geworden. Insgesamt, was ist es insgesamt geworden? Ich habe jetzt nicht so sehr aufgepasst. Wir gucken dann einfach mal. So, lassen wir das ausklingen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Und für morgen einen guten Start in die Woche. Dann kommt ja wieder Mario 3D World. Ich hoffe, ihr seid da dann auch wieder dabei. Ja, was haben wir geschafft? Und wir haben Gold geschafft. Wunderbar. Hellblauer Yoshi mit einem Stern abgeschlossen. Neuer Charakter? Okay, werden wir uns angucken. Tada! Und es ist Lemmy. Wunderschön. Bis dann.